Herzlich willkommen zum Gespräch über den Film Rabbi Wolf, ein Gentleman vor dem Herrn. Ich begrüße ganz herzlich Britta Wauer, die Regisseurin des Films. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für dieses Gespräch nehmen. Der Film hatte seinen Start ja bereits 2016 gehabt und die Landeszentrale hat den Film damals auch bereits in mehreren Veranstaltungen gezeigt. Sowohl mit Ihnen als Gesprächspartnerin einmal, glaube ich, auch mit Ihrem Kameramann und Partner Kaspar Köpke als Filmgesprächsgast. Außerdem waren damals auch dabei Stephanie Horn, zumindest in Jena war das so, die im Film zu sehen ist, und vor allem Rabbiner William Wolf selbst, was ein sehr eindrucksvolles Erlebnis war, ihn auch persönlich kennenzulernen. Leider ist Rabbi Wolf im letzten Jahr, am 8. Juli, verstorben. Auch deshalb, um an ihn ehren zu erinnern, wollten das Kino Mon Ami Weimar und die Landeszentrale bereits im letzten Jahr im November im Rahmen der 25. Thüringer Tage der jüdisch-israelischen Kultur den Film zeigen und Sie gerne dazu einladen. Sie waren auch so dazu bereit, aber leider ist das wegen Corona nicht möglich gewesen. Umso mehr freuen wir uns, dass wir jetzt den Film im Rahmen der Filmreihe, die das Kino Mon Ami Weimar und die Landeszentrale 2021 durchführen und die den Titel Jüdische Geschichten trägt, zeigen können und dass Sie eben auf diesem Wege jetzt bereit sind, mit uns zu sprechen. Den Film zeigen wir eine Woche lang, vom 24. bis 30. März. Auf der Website des Kino Mon Ami kann man die Weiterleitung dann dort in Anspruch nehmen, www.kinomonami.de. Dazu muss man ein Passwort anfordern per E-Mail und dann kann man den Film sehen. Und da nun leider keiner hier direkt in dem Filmgespräch Fragen stellen kann, wollen wir zumindest die Möglichkeit eröffnen, dass Sie an die Landeszentrale Fragen, Meinungen, Wortmeldungen schicken könnten, wenn Sie das denn wollen. Ich an die E-Mail-Adresse lzt-pf@tsk.thüringen.de. Ich würde die dann weiterleiten und Frau Breuer würde die sicherlich gerne beantworten. Ich würde nun gern die Frau Wauer etwas näher vorstellen, soweit ich das kann. Also falls ich was Wichtiges vergessen sollte, können Sie das ja gerne ergänzen. Sie ist Journalistin, Drehbuchautorin, Regisseurin und Filmproduzentin. Sie ist in Ost-Berlin geboren und dort aufgewachsen, hat nach dem Abitur in Anfang der 1990er Jahre eine Ausbildung an der Berliner Journalistenschule absolviert, anschließend bei Spiegel TV Reportage in Hamburg gearbeitet und dort bereits als Co-Autorin bei Dokumentationen mitgewirkt. Danach an der Deutschen Film- und Fernsehakademie, DFFB in Berlin, erfolgreich studiert und nach ihrem Studium arbeitet sie seitdem als Regisseurin, vor allem im Bereich Fahrfilm und hat hierzu auch 2005 eine eigene Filmproduktionsfirma Britzka Film gegründet. Ist das soweit? Das ist wunderbar. Genau, ich würde gerne auch noch was zur Filmografie kurz sagen, weil das ja schon auch wichtige Filme sind, die da entstanden sind. 2001 Heldentod, ein Film über den DDR-Grenzunteroffizier Egon Schulz und die DDR-Propaganda-Lüge, die bezüglich seines Todes gemacht worden ist. Für diesen Film haben Sie ja auch gleich eine Auszeichnung gekriegt, den Förderpreis des Deutschen Fernsehpreises damals 2001. 2003 folgte die Reportage Die Rapoports, Unsere drei Leben, zusammen mit Sissi Hütin. Dieser Film erhielt 2005 dann auch gleich den Grimme-Preis und wurde erst kürzlich wieder aufgeführt, weil die Rapoports ja auch in der neuen Staffel von Charité eine wichtige Rolle spielten und dieser Dokumentarfilm da nochmal wichtige Informationen zusätzlich lieferte. 2005 der Film Berlin-Ecke Volksbühne über den geschichtsträchtigen Platz, der heute Rosa-Luxemburg-Platz heißt, im früher Scheunenviertel genannt Berliner Kiez, in dem Sie, glaube ich, auch selbst aufgewachsen sind und in dem heute Ihre Filmproduktionsfirma angesiedelt ist, den der Filmwissenschaftler und Autor Hans-Helm Brenzler einen Film großer Qualitäten genannt hat. 2008 dann Gerdas Schweigen nach dem gleichnamigen Buch von Ruth Elstermann. 2010 im Himmel unter der Erde, ein Kinodokumentarfilm über den jüdischen
Friedhof in Berlin-Weißensee und schließlich 2016 Rabbi Wolf, um den es heute geht. Über den Film wollen wir jetzt sprechen. Wenn man sich Ihre Filmografie so anschaut, habe ich den Eindruck, spielen jüdische Themen sehr oft eine Rolle und unsere Reihe heißt ja auch jüdische Geschichten. Ist dem so, dass sich Sie gerade, oder ist das eher Zufall, dass Sie jüdische Geschichten so interessieren? Und wenn ja, warum ist das so? Tja, ich bin ein sehr neugieriger Mensch und ich interessiere mich für Menschen und für Geschichten und es sind vor allen Dingen die Geschichten, die bei mir vor der Haustür sind. Das sind Berliner Geschichten, das ist deutsche Geschichte und ja, dann sind es eben auch jüdische Geschichten, aber ich sehe das nicht so als jüdische Themen, sondern das ist eine Begleiterscheinung. Und es ist dann eben so, dass mich doch immer wieder Menschen interessieren, Geschichten interessieren, die Teil unserer aller Geschichte sind, ja. Okay, also es sind menschliche Geschichten, die zufälligerweise eben auch jüdische Geschichten sind. Und ist klar, wenn das vor der Haustür, ich weiß nicht, wenn das immer noch auch das Berliner Scheunenviertel in dem Sinne ist, dann ist das ja sehr stark geprägt gewesen von seiner jüdischen Vorgeschichte auch. Ja, von der ich gar nichts wusste als Kind. Also das ist ja mir dann erst später, als ich aufwuchs, bewusst geworden, was das für Inschriften sind, die damals noch an den Hauswänden zu sehen waren. In hebräischen Buchstaben, Koscher oder irgendwas stand da dran. Und ich habe mich immer gewundert, dass ich viel wusste über die politische Vergangenheit dieses Viertels, der Rosa-Luxemburg-Platz und der KPD-Zentrale, die dort war, heute ja auch noch die Linke sitzt. Hm. Aber über die jüdische Geschichte eben nichts. Und das hat mich neugierig werden lassen. William Wolf taucht ja auch bereits in einem der genannten Filme auf, Im Himmel unter der Erde, ganz kurz. War das Zufall, dass Sie ihn dort getroffen haben? Wie verlief denn diese erste Begegnung? Wie kam es dann dazu, dass er Protagonist dann eines ganzen Filmes geworden ist? Ja, also ich habe also einen Film machen wollen über den jüdischen Friedhof in Weißensee, immerhin ja der größte jüdische Friedhof Europas, auf dem auch immer noch bestattet wird. Und ich habe mir gedacht, das ist ja doch alles ungewöhnlich, es unterscheidet sich in vielen Dingen, die Friedhofskultur, die Trauerrituale im Judentum von dem christlichen, von der christlichen Prägung. Ich möchte gerne einen Rabbiner haben, der mir das erklärt und was dahinter steckt. Und habe dann also angefangen zu fragen, erstmal bei der jüdischen Gemeinde, ob sie mir einen Rabbiner empfehlen können. Falsche Frage, weil die jüdische Gemeinde besteht ja aus sehr vielen Strömungen, verschiedenen Richtungen. Also sie können auch nicht einen Rabbiner empfehlen, weil es da eben sehr pluralistisch zugeht und alle verschiedene Meinungen haben. Und eine Freundin hat dann gesagt, ja, warum fragst du denn nicht William Wolf, Willi Wolf, der ist ein geborener Berliner und kennt sich aus mit diesem Friedhof, ist Landesrabbiner in Mecklenburg-Vorpommern. Und ja, den kann man doch mal fragen. So ein ganz sympathischer Kerl. Also ich bin ohne jede Erwartung, das war im Rahmen einer Rabbinerkonferenz, wusste ich, er ist in Berlin und habe ihn in einem Kaffeehaus abgefangen und gefragt. Und dann war er sofort einverstanden, zückte seinen Kalender und wir legten einen Termin fest und dann erschien er zu diesem Interview. Und während dieses Interviews war mir klar, dass ich diesen Film über einen Friedhof, von dem ich ja selber sehr skeptisch war, ob sich das irgendjemand anschauen würde, dass das tatsächlich ein Film werden würde. Weil dieser Mann, von dem ich nichts erwartet, also nicht nur ein Rabbiner war, sondern so humorvoll und so charmant und weise und witzig über Tod und Jenseits gesprochen hat, dass das uns alle, Filmteam, zum Schmunzeln gebracht hat, aber eben auch sehr herzerwärmend war. Und als der Film dann 2011, das ist ja genau 10 Jahre her, auf der Berlinale Premiere hatte und dort auch tatsächlich den Publikumspreis gewonnen hat für einen Friedhofsfilm. Also das ist sicherlich das Letzte, was ich erwartet habe. Aber das haben wir ihm zu verdanken. Also das Publikum war hingerissen und hat mich gefragt, wer ist denn dieser Rabbiner? Erzählen Sie uns mehr von ihm. Weil er kam ja wirklich nur als Rabbiner vor. Aber nichts wussten wir oder habe ich in diesem Film erzählt, wer dieser Mann eigentlich ist. Und das Wahnsinnige ist eben, er ist mit über 70 Landesrabbiner von Mecklenburg-Vorpommern geworden, war aber eigentlich in England wohnhaft und pendelte jede Woche, alle 2 Wochen zwischen London und Hamburg hin und her, fuhr dann mit der Bahn nach Schwerin,
Wismar und Rostock, um dort die jüdischen Gemeinden zu betreuen. Und jedes Wochenende war er auf irgendeiner Hochzeit oder einer anderen Veranstaltung irgendwo in Europa unterwegs. Er ging zur Fastenklinik, er macht Yoga, er geht vor allen Dingen Pferdewetten. Das waren alles Dinge, die man jetzt von einem Rabbiner überhaupt nicht erwarten würde. Und je mehr ich bei diesen Publikumsgesprächen damals auf der Berlinale erzählte, umso begeisterter waren die Leute und sagten mir, warum machen Sie denn keinen Film über ihn? Und ich habe gedacht, naja, jetzt nicht nochmal. Das muss ich nicht. Und irgendwann habe ich dann eingesehen, dass er ist eigentlich der ideale Filmcharakter, also so einen Protagonisten zu haben. Er ist ein geborener Schauspieler, also er hat die Kamera geliebt. Hatte er denn schon Erfahrungen gehabt mit Filmemachen? Oder ich habe gesehen, beim internationalen Frühschoppen, sieht man ja in dem Film, hat er schon vor der Kamera gestanden, aber ist das erstmals gewesen, dass er in einem Film so prominent auch mitgespielt hat? Oder? Ja, also sicherlich ist er ja immer wieder interviewt worden und er war das gewöhnt, glaube ich, also sowohl als Journalist, was er ja viele Jahre seines Lebens war, also er hat ja erst mit über 50 beschlossen, Rabbiner zu werden und all das hat ihn, also er war es gewohnt zu präsentieren und auch als Rabbiner steht man ja vor einer Gemeinde und muss man ja auch Menschen überzeugen und gewinnen und denen was sagen. Also das hat er alles mitgebracht. Ansonsten hatte er aber nicht viel Erfahrung. Ich habe aber doch ja, gemerkt, er hat das geliebt. Also die Kamera, so ein bisschen mit der Kamera zu flirten, diese Aufmerksamkeit zu bekommen, wunderbar. Aber gleichzeitig muss ich sagen, er ist der uneitelste Mensch gewesen, der mir je begegnet ist. Also er hat überhaupt nicht geguckt, ob das jetzt vorteilhaft ist, wie er dann abgebildet wird oder nicht. Ich glaube, der hätte uns, also er hat uns ja überall reingelassen, überall mitgenommen, sich überhaupt nicht an uns gestört. Und wenn ich das nicht verhindert hätte, hätte er uns auch im Klo filmen lassen. Also das war wirklich ein so offenherziger Mensch. Das Schwierige an ihm war eher, dass man ihn nicht festhalten konnte. Also er ist der quirligste Mensch gewesen und er war ja dann nun Ende 80, als wir ihn gedreht haben. Und eigentlich konnten wir nichts mit ihm verabreden. Er hat kein Handy gehabt, war ja immer unterwegs. E-Mail hat nicht wirklich funktioniert. Und wenn man ihn einmal eher durch Zufall irgendwo getroffen hat, dann musste man an ihm dranbleiben. Also das dauerte ihm viel zu lange, wenn wir zum Beispiel ein Interview aufgebaut haben. Ehe das Licht stand oder die Kamera an der richtigen Position hatte, man gesagt, geh mal schnell eine Zeitung kaufen. Auf dem Weg zum Kiosk hatte aber irgendjemand getroffen und ging dann mit dem irgendwohin spazieren, war weg. Also wenn man ihn einmal hatte, war das Credo, man muss dranbleiben. Und wenn er eben ins nächste Taxi springt, dann hinterher mit rein und mit ihm zusammen unterwegs sein. Das sind wir schon bei dem Thema, also wie der Film so sukzessive entstanden ist. Wie sind Sie denn da rangegangen? Haben Sie erstmal über ihn recherchiert oder haben Sie sich das alles direkt von ihm erzählen lassen? Wie lange haben Sie an dem Film gearbeitet? Wie ist er denn so nach und nach entstanden, dieser Film? Jetzt von Ihrer Herangehensweise auch als Filmemacherin oder vom ganzen Team, ich weiß ja nicht. Ja, naja, ich bin erstmal hingefahren zu ihm, Schwerin, wo er ja hauptsächlich saß, wo sein Büro war und habe ihm von dieser Idee erzählt, dass wir einen ganzen Film machen über ihn, also gerne machen würden, was er davon denkt. Und da hat er noch gesagt, das wäre ja ganz wunderbar. So, das war eigentlich sein Kommentar dazu. Und dann ging es ja erstmal an die Finanzierung. Also so ein Film muss ja irgendwie bezahlt werden. Und es war klar, es spielt in verschiedenen Bereichen. Er ist nicht jemand gewesen, der von sich aus die ganze Zeit Geschichten erzählt, die man chronologisch verstanden hat, sondern sein Leben war eigentlich voller Anekdoten. Und jede Begegnung war, ich weiß gar nicht, ob ich schon mal erzählt habe, und dann kam wieder irgendeine Phase. Und ich habe immer versucht, diese ganzen Geschichten zu vereinen oder auch eine Chronologie hinzukriegen. Wann war das denn? War das jetzt vor dem anderen? Und war das jetzt eine Geschichte im Krieg oder danach oder in England oder in Holland? Die Familie ist ja zunächst nach Amsterdam geflohen, also als er 6 Jahre alt war. Deswegen spricht er zum Beispiel auch er ist ja nun nicht mehr da, fließend Holländisch. Und überhaupt diese Sprachenphänomen, also ich habe das gerne getan. Ich war voller Begeisterung für diesen Mann, der also so viele Überraschungen bot. Also ich habe mir das alles
stückchenweise erarbeitet, herausbekommen. Es war eher durch Zufall, also dass wieder irgendwo ein Anruf kam oder jemand saß vor der Tür und wartete auf ihn. Und dann stellt sich raus, es ist eine uralte Freundin, ja, wir sind seit 40 Jahren, gehen wir eben jedes Jahr Weihnachten in das Konzert, zum Beispiel in England. Oder die andere Freundin, die extra aus Newcastle im Juni, jedes Jahr mit Juni angereist ist, um mit ihm zum Pferderennen zu gehen nach Ascot und jedes Mal auch wieder so einen Hut hatte, und einen neuen Hut. Und er das ja auch, ja, eben sagt, das sind so die Höhepunkte meines Lebens, etwas sehr Unrabbinisches. Ja? Diese ganzen Dinge, die waren nirgendwo aufgeschrieben, nein. Und er selber hatte sich das auch nie notiert. Er war nur voll Geschichten, und das war dann so ein bisschen die Herausforderung, das irgendwie in einen Film zu bekommen. Ja. Weil Sie das sagten mit den Sprachen, das finde ich auch sehr bemerkenswert. Also wenn er schon mit 6 Jahren aus Deutschland weggegangen ist und dann auch eine relativ kurze Zeit, na gut, es waren dann auch in der Jugendzeit, dann ja nochmal 6 Jahre in Holland gelebt hat. Ja, das merkt man ja im Film auch. Da spricht er ja mit dem einen Menschen da in Amsterdam holländisch. Das ist schon, und auch, das, er spricht ja auch ein schönes Deutsch. Also es ist ja nicht so, dass es gerade so radebrecht, sondern das ist ein sehr, sehr gewähltes Deutsch auch ist. Ja, ja, und dann eben, dass er dann mit über 70, 75, als er eben nach Schwerin kam, anfing, Russisch zu lernen, weil die hauptsächlichen Gemeindemitglieder eben russischsprachig aus der ehemaligen Sowjetunion sind. Und er wollte sich mit denen verständigen können, zumindest ja, radebrechend, muss man sagen. Genau, aber ich fand es auch bemerkenswert in der Passage, wo man sieht, wo er Russisch lernt, das ist schon auch schon passabel, was er da erzählt, auch auf Russisch, soweit ich es verstehen kann. Ich habe es ja auch nur in der Schule gelernt. Nun hat er ja die meiste Zeit seines Lebens in England gelebt. Wie wissen Sie, was er eigentlich als seine Heimat verstanden hat, oder spielte das gar keine Rolle? Also war England für ihn eine Heimat? Und ja, in Deutschland ist er jetzt ja insbesondere durch ihren Film sicherlich auch sehr berühmt geworden. Es gibt eine vergleichbare Bekanntheit in England, vielleicht auch wegen seines Wirkens als politischer Journalist wie in Deutschland. Wie wird er dort gesehen, oder ist er da eher versteckter gewesen? Also man muss schon sagen, er ist dort versteckter. Und er ist sicherlich bis in die 70er Jahre hinein, bis Anfang der 80er Jahre hinein, dort auch sehr als politischer Journalist wahrgenommen worden, aber als Zeitungsjournalist vor allen Dingen. Also seine politischen Kommentare sind sehr wahrgenommen worden, und mit älteren Menschen, die diese Zeit eben erlebt haben, die erinnern sich darin oder daran besonders an diese Zeit. Aber dann ist er ja vor allen Dingen in jüdischen Gemeinden unterwegs gewesen und dort aktiv gewesen. Und das ist nicht verbunden mit einer großen Berühmtheit, überhaupt nicht. Und er hat England ganz klar als seine Heimat angesehen, vor allen Dingen dieses Häuschen, Little Paddock, in der Nähe von London, in Henley-on-Thames, ja, so eine Dreiviertelstunde, Stunde von London City entfernt, auf dem Land, was er sich eben, ja, Anfang der 60er Jahre gekauft hat. Damals war das eben noch bezahlbar und weit ab vom Schuss irgendwo in der Natur. Und das war schon sein Zuhause. Aber andererseits hat er immer wieder betont, dass ihm das deutsche Schicksal eben nicht egal ist, dass das ein großer Teil von ihm ist. Und sicherlich gehörte diese deutsche Sprache dazu. Aber was er immer wieder betont hat, ist dieser 9., der 10. November für ihn, vor allen Dingen 1989, als die Nachrichten kamen über den Durchbruch der Berliner Mauer. Und er, das war ein Freitagabend dann, der 10., er dann in der Gemeinde predigen konnte und eben die ganze Zeit für diesen Moment gesprochen hat, und er Tränen bekommen hat und emotional berührt war und verstanden hat, dass ihm das nicht egal ist, dass das jetzt nicht irgendein anderes Land ist weit weg, sondern dass das wirklich sein ureigenstes, ja, Zuhause ist. Und er hat es auch immer geliebt, in Berlin ins Hansaviertel zu kommen. Haus steht ja alles nicht mehr, die Schule steht nicht mehr. Aber trotzdem, dorthin zu gehen, das war für ihn Heimat, das KDW, muss ich auch nochmal sagen. Also er hat es geliebt, dort einkaufen zu gehen, hat sich jedes Mal neuen
Kugelschreiber gekauft. Das war für ihn zu Hause sein, irgendwo schon, ja. Ja, weil Sie gerade den 9. November als Tag des Mauerfalls auch erwähnt haben, der 9. November hat ja auch die andere Geschichten zu bieten. Und im Film ist ja auch so eine Szene, glaube ich, wo Reichspogromnacht ist und wo er den dort Anwesenden dankt, dass er jetzt wieder da sein wird. Also da hatte ich so den Eindruck, ja, also es ist Deutschland ist für ihn wichtig, aber dass gerade aufgrund jüngster Entwicklung, dass er sich da vielleicht auch gewisse Illusionen gemacht hat über Deutschland und inwieweit aus der Geschichte, die ihn persönlich ja hätte das Leben kosten können, wenn seine Eltern nicht emigriert wären, dass die Deutschen aus dieser Geschichte genug gelernt haben. Welche Rolle spielte das denn, dass er jetzt in das Land zurückgekommen ist, in dem jüdische Menschen millionenfach ermordet worden sind? Ja, und nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa. Überall sind die ja verfolgt worden. Das ist für mich eine der zentralen Stellen in diesem Film. Auch wenn ich das selber das Gefühl hatte, und ja nicht nur ich, dass er da ein bisschen sehr optimistisch oder fast naiv die Sicht also auf Deutschland schaut und auf die Unmöglichkeit, dass sowas wiederkommen kann. Also das hat er wirklich für sich ausgeschlossen. Ich finde aber, dass in dieser Szene ganz klar wird, was das Besondere an Willi Wolf war. In dem Moment, wo er diesen Menschen, den Anwesenden, dafür dankt, dass sie dafür sorgen, dass so etwas in Deutschland nie wieder geschehen kann, hebt er nicht den Zeigefinger, er mahnt nicht. Er ist das ganze Gegenteil von dem, was oft wir in unserer Erinnerungskultur erleben, diese Drohung, das darf nie wieder geschehen. Mhm. In dem Moment, wo er sagt, danke, dass ihr dafür sorgt, dass das nie wieder geschieht, nimmt er die Menschen ja richtig in Haftung. Die fühlen sich plötzlich selber dafür verantwortlich und sie merken, dass das gewertschätzt wird, dass das gesehen wird. Ohne Grund haben die sich ja da nicht versammelt. Ohne Grund zünden die da keine Kerzen an und denken an die Menschen. Und das finde ich, das ist so typisch für ihn, was er für Gedanken in diese Gesellschaft reingetragen hat und was das Besondere für ihn war und von ihm war und für diese Gesellschaft, für Mecklenburg, für Schwerin, für Rostock, für Deutschland überhaupt, dass es so eine Figur gab, die nicht bitter, böse und vorwurfsvoll und drohend geschaut hat, sondern integrierend. Ja, also wirklich das annehmend und sagen, danke. Danke, dass ihr da seid und ihr euch einsetzt. Das ist wunderbar großherzig, muss ich sagen. Das ist eine wichtige Botschaft, ja, auch von ihm, die da in dem Moment ausgeht und auch von diesem Film. In Mecklenburg-Vorpommern hat er ja mit sehr unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen dann auch zu tun gehabt. Also die dort an dem Tag der Reichspogromnacht versammelt waren sicherlich auch viele Deutsche, die da lange wohnen, aber in seiner Gemeinde, die er dort hatte, waren ja hauptsächlich aus Russland nach Deutschland gekommene Juden gewesen. Was hatten Sie denn für einen Eindruck, geht ja dann darum, auch dass er dort abgelöst wird, sicherlich hat er auch das Alter gehabt, aber wie wurde er denn von seiner Gemeinde dort auch gewertschätzt? Hatten Sie da ein positives Gefühl auch, dass man ihm da in seiner großen Güte gerecht geworden ist? Oder, man darf jetzt auch nicht denken, auch wenn wahrscheinlich 95% oder 98% dieser Menschen russischsprachig waren, ist das ja trotzdem keine homogene Gruppe gewesen. Und viele sind nicht unbedingt aus Russland, sondern aus der Ukraine gekommen. Okay. Und auch da wissen wir ja, gibt es große Spannungen zwischen diesen beiden Ländern. Und ich fand es auch immer faszinierend, wie er geschafft hat, diesen Konflikt, russisch-ukrainisch, der dann auch durch die Besetzung der Krim nochmal an Aktualität oder wirklich an Bedrohung gewann, wie er das geschafft hat, das
auszublenden oder mit nicht zu einem, Konfliktstoff werden zu lassen innerhalb der jüdischen Gemeinde. Und er selber ist genauso, glaube ich, also das sieht man in diesen Szenen seines Abschiedes, wie die Menschen ihn doch gewertschätzt haben und ja, gesehen haben, was er dort leistet. Natürlich auch nur begrenzt leisten kann. Ja, er war dann fast 90. Also, und immer noch dieses Hin- und Her-Pendeln und Fliegen. Ich meine, das ist etwas, das hat er gemacht, wie wenn wir, was weiß ich, in den Regionalzug einsteigen. Das ist doch unglaublich, was der, wie agil und vital der gewesen ist. Und dass ihn das natürlich trotzdem erschöpft hat und dass seine Augen halt immer schlechter wurden. Das heißt, er konnte sich auch kaum noch orientieren. Steige ich jetzt in die richtige Bahn, in den richtigen Flug? Was steht denn in meinem Terminkalender? Auch das wurde dann zunehmend schwierig. Er hätte, glaube ich, wirklich da eine Assistentin oder eine Frau noch an der Seite gebraucht, die oder überhaupt Menschen an der Seite, ich will das jetzt gar nicht auf Frauen reduzieren, die ihm da ein bisschen im Alltag mehr geholfen hätten. Ich glaube, die jüdische Gemeinde hat dann einfach eine praktischere Lösung auch gebraucht. Ja? Aber ihn nicht weniger wertgeschätzt für das, was er getan hat. Und ich glaube, gerade dadurch, dass er es verstand, so auch mit Politikern zu sprechen und ja, nach außen zu wirken, in die Gesellschaft rein, nicht in der kleinen jüdischen Gemeinde zu bleiben, sondern wirklich zu einer Figur der Öffentlichkeit zu werden. Das hat ja überhaupt nichts mit dem Film zu tun, sondern wenn der Rabbi über den Marktplatz von Schwerin lief, da blieben alle stehen und unterhielten sich mit ihm. Und er sagte, ich habe keine Ahnung, wer das ist, aber freundlich zugewandt. Und das haben die ja gemerkt, was er für einen Stellenwert hat und wie er das jüdische Leben auch Teil wieder dieser Stadt oder der ganzen Region, des ganzen Landes werden ließ. Dafür sind die ihm schon verbunden. Ja? Ja. Auch wenn es sicherlich da den ein oder anderen Schwierigkeiten gegeben hat. Okay. Genau. Wie war er denn dann mit dem fertigen Film zufrieden? Also ich habe es ja nun einmal hier in Jena erlebt, dass er ihn da mit jungen Leuten vor allem auch angeschaut und dann mit ihnen geredet hat. Aber welche Rückmeldung hat er Ihnen denn als Filmemacher und Ihnen als Filmemacherin gegeben über den Film? Und hat der Film sein Leben nochmal verändert, nachdem der dann draußen war? Also sicherlich, weil es dann plötzlich viele Veranstaltungen noch mehr gab, sicherlich im ganzen Land. Ja, also es gab bestimmt Punkte, mit denen er nicht so ganz einverstanden war. Eben zum Beispiel ja mit der Geschichte zu seiner Mutter, wo seine Cousine eben sagt, die Mutter hätte da einen viel zu großen Einfluss auf sein Leben geführt. Das fand er, also das stimme überhaupt nicht, sondern er hat seine Mutter eben einfach verehrt und sich auch verantwortlich gefühlt für sie und hat ihm einfach das Gefühl gehabt, er hat ihr eine Menge zu verdanken. Also Punkte, denen er wahrscheinlich widersprochen hätte, aber es mir gegenüber nicht getan hat. Insgesamt kann man sagen, er hat es geliebt. Also das war doch, wie toll, wenn ich mit ihm, also muss man ja sagen, vor allen Dingen in Deutschland unterwegs war. Es war egal, ob wir in ein Flugzeug eingestiegen sind, in den Zug oder er aus dem Auto in Berlin ausgestiegen ist. Es waren sofort Menschen da, die ihn erkannt haben. Also waren ja damals auch die Litfaßsäulen, hatten ja auch das Plakat hängen und ich erinnere mich, wie wir auf dem Kudamm lang liefen zusammen und die Menschen ihn erkannt haben und es gleich eine kleine Traube gab und das hat er schon gemocht und genossen und vor allen Dingen dann im Publikum zu stehen und nochmal über sein Leben zu sprechen oder die haben ihn ja dann alles Mögliche gefragt, also egal, ob es die Meinung war zum Brexit oder wohin das Leben führen würde, also egal was, er hatte ja zu allem irgendwas zu sagen und eine Meinung und war darin immer überraschend, ja, charmant. Also ich denke, dass er es sehr genossen hat. Wir sind auch viel ins Ausland gereist dann noch für Filmvorführungen, einfach weil er eingeladen worden ist. Und das war schon nochmal eine neue Farbe in seinem Leben. Ja, also ich erinnere mich da sehr gerne an unsere Reisen in die Schweiz oder nach Portugal. Das waren alles irgendwelche Festival-Einladungen. Und das ja, war ein Geschenk und das ist das vielleicht auch was zum Schluss blieb. Also wir sind ja die ganze Zeit in Verbindung geblieben
einfach, ja, weil das ja doch immer weiterging noch mit dem Film und weil er mir dann auch, das ist mit, eigentlich muss ich sagen, mit allen Filmen so. Ich habe ja nun auch oft Filme gemacht, Porträts gemacht über Menschen, die eher älter waren und am Ende ihres Lebens standen, aber die sind eben auch Teil meines eigenen Lebens geworden. Die waren dann so wie Großeltern für mich. Und ja, so sind wir also auch in Verbindung geblieben und haben uns, also ich wusste natürlich nicht, dass das unser letztes Gespräch sein würde. Das war so 3 Wochen vor seinem Tod. Haben wir telefoniert. Das war also ja mitten in der Pandemie dann schon. Und er dann auch so ganz ruhig sagte, was für ein großes Glück es ist, dass wir uns beide begegnet sind im Leben und wie dankbar wir dafür sind. Und ja, das ist, glaube ich, wirklich das Gefühl, das wir beide hatten füreinander. Wir haben uns bis zum Schluss übrigens gesiezt. Also das war auch alles sehr, sehr, sehr förmlich, aber sehr, sehr herzlich. Ja. Genau. Ja, das ist, ist ja schon fast ein sehr schöner Abschluss des Gesprächs, dass Sie diese Rückmeldung auch von ihm nochmal bekommen haben, wie wichtig für ihn doch die Begegnung und auch dieser Film gewesen ist. Was wäre denn, ist ja auch schon angeklungen, so aus Ihrer Sicht das Vermächtnis, das er uns hinterlassen hat oder was er Ihnen persönlich hinterlassen hat, was hat sich für Sie vielleicht oder in Ihnen verändert durch die Begegnung mit diesen Menschen? Ja, also ich kann das nicht auf eine Sache hinunterbrechen. Es ist wirklich so, dass ganz viel in meinem Leben mich an ihn erinnert, tagtäglich eigentlich, über, ja, wirklich im Alltag Sachen, die mir begegnen, besonders sicher auch in schwierigen Momenten. Also er hat ja immer doch sehr wohlwollend und lächelnd auf die Welt geschaut. Und man darf ja nicht vergessen, es war ja kein einfaches Leben, was er geführt hat. Also ich, oder auch im Film steht natürlich im Vordergrund dieses Herumreisen, diese Weltgewandtheit, diese verschiedenen Welten, in der er zu Hause war, von der ultraorthodoxen Verwandtschaft in Jerusalem eben, ja, bis zu diesem, ich weiß nicht, diese Fastenklinik, also das ist ja nun schon was vollkommen Verrücktes, wie er dort ja, Kopfstand geübt hat und alles. Also meine Güte, war das ein Charakter. Und trotzdem muss man ja sagen, seine Schwester, die, also gut, erstmal überhaupt diese Vertreibung, diese Flucht vor den Nazis, dann die ganze Ehe der Eltern, die auseinandergebrochen ist, die Schwester, die früh gestorben ist bei einem Autounfall, der Bruder, der sich das Leben genommen hat. Das sind ja alles Schicksalsschläge, die verwoben sind auch mit seiner eigenen Biografie. Der Tod des Bruders war ja genau da, als er als Rabbiner ordiniert werden sollte, also angenommen werden, eingeführt werden sollte. Es ist alles große, schwere Schicksalsschläge. Und trotzdem zu sagen, ich sehe das Schöne im Leben und ich bin gern hier auf Erden. Ich glaube nicht an ein paradiesisches Jenseits, sondern ich denke, dass wir hier das Beste draus machen. Und ich versuche auch dieses Leben hier im Jetzt zu genießen und das und jeden kleinen Moment. Und er hat ja eine Freude gehabt an Blumen, an eine Verzierung am Balkon. Da blieb er manchmal stehen auf der Straße und wies mich also auf einen Stuck hin irgendwo. Und sagte, ist es nicht einfach was Schönes? Und diese unfassbare Freude am Leben, ich glaube, das hat sich auf mich übertragen. Also ich habe ein bisschen was davon abbekommen und ich glaube, viele, viele Menschen, die ihm begegnet sind, auch. Vielleicht kann der Film ja auch dazu beitragen, dass noch mehr Menschen eben diese Botschaft empfangen und das für ihr Leben produktiv machen können. Deswegen will ich nochmal hinweisen, den Film kann man dann eine Woche vom 24. bis 30. März sehen auf der Website des Kino Mon Amis und man kann sicherlich auch die DVD sich immer wieder angucken und den Film auch noch auf andere Weise sehen. Nun wäre es ja schön, wenn Sie auch mal wieder nach Weimar kommen könnten. Arbeiten Sie an was Neues, an einem neuen Film, mit dem, wenn man das überhaupt spruchreif ist, man schon sagen darf, mit dem Sie dann mal nach Weimar wieder einladen können?
Ja, ich bin so ein bisschen abergläubisch, Gut. deswegen möchte ich gar nicht so viel verraten. Natürlich arbeite ich an was. Und das eine Thema ist tatsächlich auch wieder eine Jüdin, ist eine Frau, geht aber um, also wie so oft, das steht gar nicht im Vordergrund. So wie es beim Rabbi ja gar nicht im Vordergrund stand und bei meinen anderen Geschichten auch nicht. Es ist eher eine große Tänzerin in den 20er Jahren, die aber dann ja, das Schicksal sie dann nach Moskau verschlug und die dann im Gulag war 20 Jahre, bevor sie nach Ost-Berlin kam. Das ist eine Geschichte, an der ich schon lange arbeite und über die ich ja, jetzt einen Film machen möchte. Mal gucken, wann es soweit ist. Da bin ich sehr gespannt und viele andere sicherlich auch. Und dann sind wir einfach geduldig und warten und freuen uns und hoffen, dass Sie dann auch mal wieder nach Thüringen, vielleicht auch nach Weimar kommen werden, wenn dieser neue Film fertig ist. Jederzeit natürlich auch gern. Frau Ja. Bauer, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch. Es hat mich sehr gefreut. Und ja, ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihrem weiteren Projekten und alles Gute. Bleiben Sie vor allem gesund in dieser schrecklichen Pandemie, die hoffentlich bald vorbei ist. Herr Koch, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihr Interesse und für die Einladung und für dieses schöne Gespräch. Dankeschön.